Ewald Barsch, und einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid bei einer weiteren Sendung von Jeddah Focus hier auf Jeddah TV. Wir durchleben zurzeit sehr besondere, sehr durchwühlte Zeiten. Die Corona-Pandemie hat uns alle irgendwie im alltäglichen Leben verändert, unser Bewusstsein verändert, unsere Gedanken verändert. Und all diese Sachen haben auch dazu beigetragen, dass auch die Menschen sich im alltäglichen Leben anders anpassen mussten. In diesem Zusammenhang haben wir auch heute wieder das Thema Corona bei uns in der Sendung, aber nicht nur. Ich freue mich, dass ihr nach einer kurzen Pause sozusagen wieder dabei seid. Unser heutiger Gast ist unter anderem Dr. Michael Wilk. Dr. Michael Wilk ist ein Allgemeinmediziner, Notfallmediziner, auch Autor und Schmied ist er und auch viele andere Bereiche, die er dort, sag ich mal, ja, gelernt hat und auch ausübt. Dr. Michael Wilk ist auch nochmal interessant, weil er selber oft in Kurdistan war. Er war in Rojava und auch in Schengal, aber dazu natürlich Näheres. Und im Laufe der Sendung haben wir noch einen Vertreter vom Yevasur, aber dazu später noch. Da gibt es aktuell eine Kampagne, auch bedingt durch Corona. Nun möchte ich ganz herzlich Herrn Dr. Michael Wilk willkommen heißen. Ich grüße dich. Ja, hallo Michael, ich freue mich, dass du hier bist. Ich duze dich deshalb, weil wir uns auch kennen aus verschiedenen anderen Bereichen. Ja, schön, dass du heute hier bei uns, auch wenn du über Skype zu Gast bist. Wir können hier aktuell auch relativ wenig bis gar keine Gäste empfangen, deswegen auch die Möglichkeit über Skype. Ich habe schon anfangs gerade so ein bisschen erzählt, du bist nicht nur Arzt, sondern du bist auch Schmied, bist auch Umweltaktivist und auch noch Autor, und vor allem in dem Bereich Anarchismus ist so einer deiner Bereiche, die du dort verschriftlicht hast in einigen Büchern. Nun haben wir vor allem dich auch als Arzt mit eingeladen. Wir haben die Corona-Pandemie, die ja noch nicht vorbei ist. Jedoch gibt es einige Lockerungen und Maßnahmen. Und ja, in diesem Zusammenhang möchten wir dich gerne hören. Wie ist dein Empfinden als Arzt? Was sind deine Erfahrungen? Und wie siehst du die Maßnahmen bzw. die jetzigen Lockerungen in diesem Zusammenhang? Die werden ja auch sehr kritisch begutachtet, diese Maßnahmen bzw. dann die Lockerung. Wie siehst du das als Mediziner, als einer, der wirklich tagtäglich damit zu tun hat? Also ich nehme Corona schon ernst. Wir müssen ein bisschen unterscheiden, wo wir die Sache betrachten, ob wir das jetzt hier in der Bundesrepublik Deutschland betrachten oder ob wir das unter einem weltweiten Aspekt betrachten. Es ist auf jeden Fall eine sehr ernstzunehmende Pandemie. Der Virus ist gefährlich. Wir haben ja auch gesehen, dass zum Beispiel im nahen Ausland, ob das jetzt Italien war, Frankreich oder Spanien, sind die Erkrankungsraten und die Raten von Menschen, die intensivpflichtig wurden und dann beatmet werden mussten, sehr, sehr hoch gegangen. Ich habe mir jetzt heute mal die neuesten Zahlen ausgedruckt. Also wir hatten in Frankreich alleine an die 30.000 Tote. Da stehen wir in Deutschland relativ gut da mit 7.800. In Großbritannien haben wir 33.000 Tote. Und dann wollen wir gar nicht reden von dem Land mit den meisten Infektionsanstiegen. Das sind die USA. Da sind schon 84.000 Leute gestorben in relativ kurzer Zeit. Und jetzt kann man das natürlich nicht umlegen auf die Gesamtbevölkerung, sondern man muss immer davon ausgehen, die Seuche trifft nicht alle gleich. Also sie trifft vor allem die ärmeren Bevölkerungsschichten. Menschen, die zum Beispiel beengt wohnen oder beengt arbeiten müssen, die sich nicht zurückziehen können ins Homeoffice zum Beispiel, sondern die weiter im Parcel-Service arbeiten müssen oder wie jetzt in Deutschland zum Beispiel auch in diesen Fleischfabriken, wo die Arbeiter meistens Menschen unter schlechten Arbeitsbedingungen und Wohnbedingungen, die aus Rumänien kommen, also auch wirklich in einem Ausbeutungsstatus leben, die sind jetzt hundertfach erkrankt.
Und das ist natürlich ein Problem, was auch wieder so einen sozialen Aspekt widerspiegelt. Also Coronavirus ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die leider nicht alle gleich trifft, sondern Arme mehr trifft als Leute, denen es halt finanziell besser geht. Zum Beispiel in Ländern wie Brasilien wirkt sich das so aus. Da haben wir jetzt einen faschistischen Präsidenten, der Corona verleugnet. Auch in den USA ist Trump ja jemand, der sagt, die Seuche wäre harmlos. Und hinter seinem Rücken steigen die Erkrankungszahlen rapide an und vor allem die ärmere Bevölkerung kommt dann in die Krankenhäuser, hat keine Krankenversicherung in vielen Ländern und sind dann prekären Behandlungsbedingungen ausgesetzt. Also ich nehme die Seuche sehr ernst. Und das Zurückfahren in Deutschland ist dadurch gerechtfertigt, dass die Maßnahmen tatsächlich auch gewirkt haben. Man muss einfach davon ausgehen, dass wir in Deutschland ja eine größere Distanz pflegen, sowieso schon, also anders als zum Beispiel in Italien oder Spanien, wo mehr umarmt wird und mehr geküsst wird. Das kommt dem Virus natürlich dann entgegen, näherer Körperkontakt. Das heißt, in Deutschland, was so ein bisschen unterkühlt ist, zwischenmenschlich, da war die Ausgangsbedingung vielleicht dann schon eine bessere. Und wir haben relativ wenig Infektionsraten, geringere Todesraten. Insofern kann man das jetzt wieder zurückfahren. Aber Vorsicht ist geboten. Das heißt, weiter Masken tragen. Ich halte auch das für sinnvoll, Masken zu tragen. Das ist zwar kein Allheilmittel, aber ist ein gewisser Schutz, besser als nichts. Und eine gewisse körperliche Distanz, wenn man nicht gerade mit jemand irgendwie in der Partnerschaft verbunden ist oder in der Familie zusammenlebt. Kritische Bemerkung ist noch, ich falsch verstanden werde, nicht alle Maßnahmen waren wirklich gut, aber die Maßnahmen waren neu. Manchmal wusste man auch nicht, was ist sinnvoll zu tun. Zum Beispiel war die Situation, dass Sterbende teilweise nicht besucht werden konnten von ihren Verwandten in den Krankenhäusern. Und das halte ich zum Beispiel für unmöglich. Also wenn jemand im Sterben liegt, dann müssen die Verwandten, die engen Verwandten, Zugang kriegen zu dem Patienten. Also das war keine gute Idee. Aber ich denke, da wird in Zukunft werden auch bestimmte Sachen anders gehandhabt werden. Also grundsätzlich kann ich sagen, obwohl ich staatskritisch eingestellt bin gegenüber autoritären Maßnahmen, diese Maßnahmen waren im Großen und Ganzen sinnvoll. Genau darauf wollte ich gerade auch hinaus. Du bist ja nicht nur Arzt, sondern du bist eine politische Person, die auch sehr kritisch ist mit dem Gebilde Staat, als einer, der den Anarchismus oder auch ein anarchistischer Denker bist. Findest du, dass gerade in diesen Zeiten, es gab vor kurzem einen sehr guten Artikel in Die Zeit über Kropotkin, der auch, dass man sagt, die Ideen oder die Gedanken von Peter Kropotkin, der sich ja sehr kritisch damit auseinandergesetzt hat, vor allem aber auch gesagt hat, wie zum Beispiel das gegenseitige Unterstützen, die gegenseitige Solidarität in der Tierwelt und in der Menschenwelt, dass das jetzt so in den Vordergrund kommt. Also jetzt, wo viele Menschen irgendwie gedacht haben, ja, jetzt kommen wir vielleicht irgendwie sozialer miteinander aus, ein bisschen menschlicher miteinander aus, dann fallen auf einmal Namen wie Albert Camus oder auch, sag ich mal, die Schriften, was ich gerade gesagt habe, Peter Kropotkin. Und du bist ja auch einer, der diese Leute wahrscheinlich sehr oft gelesen hat. Wie ist dann dein politisches Bewusstsein bezogen für die Zukunft in diesem Zusammenhang? Also das ist schon eine gute Frage und das ist auch sehr interessant. Ich glaube, solche Krisensituationen wie zum Beispiel jetzt mit Corona oder Covid, die bringen sowohl das Gute im Menschen als auch das Kritische zum Vorteil, also zum Vorschein. Man kann zum Beispiel sehen, dass es versucht wird von autoritären Präsidenten oder Herrschern, wird natürlich versucht vor dem Hintergrund der Krise, vor der Corona-Krise, wird durchaus versucht, ein autoritäres Regime zum Beispiel zu etablieren. Wenn wir jetzt den Präsidenten Orbán angucken in Ungarn, der hat im Rahmen der Corona-Krise ein Ermächtigungsgesetz durchgesetzt, was ihm jetzt ermöglicht, auf unbestimmte Zeit erstmal ohne parlamentarische Kontrolle zu regieren. Oder wenn man das Agieren von Trump, ich habe schon erwähnt, oder auch von Bolsonaro in Brasilien sieht, dann sind das die negativen Beispiele vom Coronavirus, wo sozusagen autoritäre Muster, wo diktatorisches Vorgehen zum Tage tritt oder auch wo einfach gelogen wird. Wenn man die Trump-Interviews anguckt und er behauptet, alles im Griff zu haben, dann ist das einfach gelogen. Und er bedient sich da sozusagen von dem, was er immer selber behauptet, dass die Gegenseite anwendet, Fake News.
um sozusagen sein Regime weiter zu verfestigen. Was du jetzt ansprichst, schönerweise, Kropotkin hat sich geäußert in einer Richtung, wo er ein bisschen dem Darwinismus widersprochen hat. Der Darwinismus sagt ja, der Bestangepasste wird überleben. Das stimmt insofern, weil das die Geschichte der Natur durchaus belegt hat. Die meisten Menschen verstehen unter Darwinismus, dass der Stärkere überlebt. Dass der Stärkere, dass der Mächtigere überlebt. Und dem hat, also das ist eigentlich ein bisschen eine falsche Auslegung von dem, was Darwin geschrieben hat. Er hat gesagt, wer sich am besten anpassen kann an die Krisensituation, der hat eine Überlebenschance, weil die anderen sterben halt zwangsläufig aus. Aber Kropotkin hat da jetzt eine Gegenphilosophie geäußert, die vor allem auf die menschlichen Eigenschaften abzielt, der gegenseitigen Hilfe. Und auch das tritt jetzt in der Corona-Krise sehr zutage. Wir haben gemerkt, dass es natürlich neben diesen ganzen autoritären Mustern oder diesen reaktionären Elementen auch sehr viele Leute gibt, die versucht haben, ein positives Bild zu entwickeln, die sich zum Beispiel während der Krise mehr um die Nachbarn gekümmert haben, die versucht haben, ein solidarisches Verhältnis an den Tag zu legen, die auch hingehen und hinterfragen zum Beispiel mal die ökonomischen Verhältnisse, die nicht nur am Balkon abends klatschen für die Krankenschwestern und Krankenpfleger in den Krankenhäusern, die ja zum Teil ihr Leben riskieren, wenn sie die Corona-Kranken entsprechend behandeln müssen, sondern die hingehen und sagen, was wäre denn grundsätzlich zu verbessern, dass es zum Beispiel um die Verbesserung von Arbeits- und Lohnbedingungen geht. Also das würde ich als humanitäre Aspekte werten, die in so einer Krise genauso zutage treten. Also das Prinzip der gegenseitigen Hilfe oder das Prinzip des solidarischen Umgangs. Man könnte auch sagen, gemeinsam sind wir stark, nicht nur gegen den Virus, sondern auch gegen autoritäre Muster und gegen Diktaturen. Genau, das hört sich ziemlich richtig an. Also ich habe das selbst auch erlebt, dieses gegenseitige Unterstützen. Man ist voneinander da, man hört einander zu, man geht ein bisschen kritisch um. Und es gibt ja auch irgendwelche Maßnahmen, auch wenn vielleicht nicht direkt. Also zum Beispiel die Verzichtung der sogenannten Diäten für die Politikerinnen und Politiker beziehungsweise für die Bundestagsabgeordneten ist ja auch ein Thema. Das heißt, sie haben es wahrscheinlich nicht gemacht, weil es aus Nächstenliebe ist, sondern wahrscheinlich, weil sie gesagt haben, okay, wenn wir jetzt nicht auf unsere Diäten verzichten, dann kommen wir ganz negativ bei der Bevölkerung an. Um nochmal kurz zurückzukommen, wir haben das ja gerade gehört, du hast gerade beschrieben, auf andere Länder, auf andere autoritäre Regime oder auch Personen, aber auch hier in Deutschland gab es die Kritik, dass der Gesundheitsminister auf einmal zu viel Macht hatte, dass das Parlament in vielen Fragen gar nicht zusammengekommen ist, dass einfach die Regierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel einige Punkte entschieden haben. Und auch da hat man gesehen, dass die Situation vielleicht bewusst oder auch unbewusst einfach mal ausgenutzt wurde. Und da gab es eine ziemlich große Kritik. Ist das nicht einfach fatal, gerade in diesen Zeiten solche geheimen, ich sag mal in Anführungsstrichen geheimen Sitzungen durchzuführen, um Gesetze durchzuführen? Also ich bin, wie gesagt, eigentlich aus Prinzip her sehr misstrauisch. Ich würde hier nicht ganz so streng urteilen, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass die Menschen, die hier in der Verantwortung stehen, jetzt gerade in Deutschland nicht unbedingt versucht haben, irgendwelche grundsätzlichen Rechte auf Dauer auszuhebeln. Ich glaube, viele haben sich tatsächlich auch unwohl gefühlt. Und ich glaube nicht an irgendwelche Verschwörungstheorien, also schon gar nicht daran, dass das Virus künstlich gezüchtet wurde. Da gibt es ja jetzt die krudesten Vorstellungen, dass dieses Virus künstlich gezüchtet wurde, um eine kapitalistische Krise zu verschleiern oder um in allen Ländern irgendwelche neuen Gesetze durchzubringen. Das halte ich wirklich für Humbug, sondern ich glaube, das Virus ist tatsächlich das, was es ist, ein gefährliches Virus, was immer wieder auftreten kann. Was vom Tier auf Menschen überspringen kann und entsprechend sich als Desaster auswirkt. Und da sind nun mal verantwortliche Leute gezwungen, relativ schnell Maßnahmen zu ergreifen. Da wird jetzt sogar kritisiert, die Maßnahmen seien zu spät gekommen. Das zeigt auch so ein bisschen die Unklarheit. Also die Leute, die jetzt sagen, die Maßnahmen waren zu stark, andere Leute kritisieren, die Seuche wurde am Anfang verharmlost. Beides gab es. Also es gab Maßnahmen, die waren natürlich nicht besonders gut durchdacht. Aber im Großen und Ganzen habe ich vorhin schon gesagt, die Maßnahmen haben Sinn gemacht.
also eine körperliche Distanz einzuhalten. Ich finde den Begriff Social Distancing oder soziale Distanz, den finde ich ein bisschen falsch. Eigentlich hätte man die Kampagne machen müssen, dann wäre das auch anders rübergekommen. Unter körperliche Distanz ja, soziale Distanz nein. Also oder auch besser ausgedrückt, körperliche Distanz ja, Mitmenschlichkeit auf jeden Fall. Ja, also dann kann man sagen, diese Maßnahmen waren in meinen Augen eher aus der Not geboren. Und ich denke auch, dass sie jetzt relativ schnell wieder runtergefahren werden. Und ich glaube, man muss vorsichtig sein, alles über einen Kamm zu scheren. Die Herrschaftssysteme sind durchaus unterschiedlich. Wir haben in Deutschland nicht dasselbe Muster wie in der Türkei zum Beispiel, wo die Autokratie oder Pseudodemokratie von Erdogan ganz anders ausgewirkt oder sich umgesetzt wird, wie zum Beispiel in Deutschland. Oder wir haben zum Beispiel in Brasilien ein ganz anderes Regime wieder, wie zum Beispiel in Frankreich oder Italien. Also wenn wir über Corona reden oder über autoritäre Sachen, dann müssen wir genau gucken, über was reden wir, über welches Land reden wir und welche autoritären Muster stellen wir in Frage. Aber ich glaube, dass gerade in Deutschland das jetzt ein eher schlechtes Beispiel ist. Es gibt so ein paar Sachen, die würde ich kritisieren. Zum Beispiel gab es Demonstrationen. Während des Versammlungsverbots gab es eine Demonstration in Frankfurt von Seebrücke. Also das sind Leute, die setzen sich für Geflohene ein oder sind dafür zum Beispiel die Lager von Geflohenen auf Lesbos, Moria aufzulösen, weil dort die Lebensbedingungen katastrophal sind für die Geflohenen. Das ist natürlich eine völlig richtige Forderung und das ist natürlich auch ein Armutszeugnis, dass während der Krise tatsächlich Europa wieder mal nur an sich gedacht hat oder die Deutschen vor allem erst mal nur an sich denken oder jeder sagt, wir retten unsere eigene Haut, aber Leute, die unter erbärmlichsten Bedingungen irgendwo leben, die lässt man weiter dort auf engstem Raum ohne Hygienemöglichkeit vegetieren. Das geht gar nicht. Und um das aufzugreifen, gab es also eine Demonstration in Frankfurt und die wurde von der Polizei sehr hart aufgelöst. Obwohl die Leute, die dort demonstriert haben, und das war angemeldet, hatten Abstand, die hatten Masken und die haben sich vorbildlich verhalten, was Corona anbelangt. Und trotzdem ist die Polizei relativ rigide vorgegangen. Zurzeit sehen wir große Protestaktionen von irgendwelchen Impfgegnern, die gehen weit rein bis in rechte Kreise. Verschwörungstheoretiker, die sagen halt, das wäre alles künstlich oder wir lassen uns sowieso nicht impfen. Das ist alles autoritär und das wollen wir nicht. Und die fordern Freiheit, aber in meinen Augen fordern diese Leute eine Freiheit, die sehr, sehr nah an autoritärem Verhalten liegt. Und wenn man dann anguckt, was für Leute da demonstrieren, zum Beispiel AfDler oder Nazis dort die Ordner machen, wie in Stuttgart, dann ist das bestimmt nicht die Freiheit, die wir meinen, sondern da ist eher Vorsicht angesagt. Und wenn solche Leute dann die staatlichen Maßnahmen kritisieren, da bin ich dann eher anderer Meinung. Dann sage ich, lasst uns genau hingucken, um was geht es und was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Also das heißt, auf der einen Seite Mit- und Zwischenmenschlichkeit weiterhin fördern, weiterhin leben lassen und auf der anderen Seite trotz alledem sehr kritisch sein, sehr aufmerksam und wachsam sein. Das habe ich jetzt so aus deinem Statement herausgehört. Bevor wir dieses Thema jetzt abschließen, die Empfehlung ist, einmal auch deine Bücher zu lesen. Die kann man auf deiner Webseite dort nochmal nachschauen, welche das sind. Was kannst du denn noch empfehlen, damit man so ein bisschen, also wir haben Kropotkin erwähnt, wir haben Camus erwähnt, was würdest du da noch empfehlen, dass man in diesen Zeiten einfach sagt, okay, ich setze mich ein bisschen gesellschaftlich und politisch kritisch damit auseinander? Was ich empfehlen könnte zu lesen, meinst du, ich kann dich manchmal nicht ganz so richtig gut verstehen. Du meinst, was man empfehlen könnte, zu der Krise zu lesen? Gefragt. Genau. Naja, wenn ich jetzt ein bisschen egoistisch wäre, könnte ich sagen, lest euch mal ein paar Bücher von mir durch, da kann man auch was lernen, aber das will ich gar nicht sagen. Also ich würde sagen, wenn wir die Zeit, also den Zeitartikel aufgreifen aus der Wochenzeitung Die Zeit, dann lohnt sich schon mal auch ein paar Klassiker zu lesen. Ja? Also ob das jetzt Kropotkin ist oder den guten alten Bakunin, da kann man schon noch was lernen, wo es zum Beispiel darum geht, kritisch gegenüber dem Staat zu sein und lieber eigene Strukturen zu entwickeln, die eine Gesellschaft lebenswert machen. Die haben aber auch nicht etwas damit zu tun, dass jeder machen kann, einfach was er will, im Sinne von Egoismus und den anderen dann meinetwegen beklaut oder ausbeutet oder ich greife mir irgendeine Frau und missbrauche die. Sondern wenn wir sagen als Anarchisten dann und sagen, wir sind eher staatskritisch,
dann sagen wir eher etwas, dass man mitmenschlich sein muss, die Gesellschaft möglichst basic organisiert, also flächig, in gegenseitiger Kooperation, aber mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung und einem hohen Maß an Lernbereitschaft. Also ich glaube, es ist einfach sehr viel zu tun in Sachen gesellschaftlicher Organisierung. Und wenn wir sagen, wir wollen nicht so viel von oben regiert werden, was ja durchaus eine gute Ansicht ist, dann muss man natürlich auch Antworten darauf geben, wie wir uns selber gegenseitig helfen können. Das bedarf einer basisdemokratischen Organisierung und die wiederum muss gelernt sein. Das kommt nicht angeflogen. Das heißt, wir sind dann als Menschen erstmal darauf angewiesen, uns selbst auch mal kritisch zu hinterfragen, unsere eigenen Egoismen zu hinterfragen, zum Beispiel unser eigenes ökologisches Verhalten zu hinterfragen. Dazu gehört auch, dass man sagt, klar, im Zweifel fahre ich lieber Fahrrad. Ich fliege nicht innerhalb von Deutschland mit dem Flugzeug nach Berlin zum Beispiel. Also wenn es um Fragen der Ökologie geht, fängt es da genauso an wie bei Fragen der Mitmenschlichkeit, dass man sich um die Nachbarn kümmert und nicht einfach nur anruft bei der Stadt und sagt nebenan, verschimmelt mein Nachbar, sondern dass man selber mal rübergeht und sagt, hier brauchst du was, kann ich dir was einkaufen. Also diese Sachen gehören alle zusammen und es ist sehr komplex. Aber wie gesagt, Kropotkin ist als Einstieg nicht schlecht und ein bisschen Bakunin auch. Und in diesem Zusammenhang vielleicht auch zu nennen, die sich da auch sehr menschlich zugeäußert haben, sind einmal vielleicht, wenn wir schon bei dem Thema sind, Gustav Landauer und auch Erich Mühsam, sehr empfehlenswert, immer wieder gerne zu lesen. Vielleicht jetzt zu dem... Zu nennen, Emma Goldman ist fantastisch, die Literatur. Also wer ein tolles Buch lesen will oder gleich drei, das ist die Biografie von Emma Goldman. Die hat am Ende dann auch ihres langen Lebens und sie hat mehrere Revolten und Revolutionen mitgekriegt, zum Beispiel den wichtigen Satz gesagt, wenn meine Genossen nicht tanzen, bereit sind, tanzen zu gehen, dann ist das nicht meine Revolution. Also sie will zum Beispiel auch damit ausdrücken, dass auch eine gewisse Lebensbejahung oder eine Lebensfreude dazu gehört und nicht irgendwas Verbissenes oder was gerade in Deutschland immer sehr gepflegt wird, das ist so eine Betonköpfigkeit oder so ein bisschen Quadratschädel, sehr unflexibel, sondern einfach auch mal ein bisschen Kreativität, Mitmenschlichkeit und auch mal ein bisschen Lust und Freude am Leben. Hört sich ziemlich gut an. Nun möchten wir gerne nach Kurdistan. Wir möchten gerne nach Rojava, wir möchten gerne nach Schengal. Du selber warst des Öfteren vor Ort. Erzähl uns doch mal ein bisschen über deine Erfahrungen, über deinen Aufenthalt und deine Zusammenarbeit mit zum Beispiel mit dem Roten Mond der Kurden in Rojava. Aber wie du weißt, sind wir hier bei Jeddah TV, einem jesidischen Sender. Und uns interessiert natürlich auch dein Aufenthalt in Schengal, also einem der wichtigsten Siedlungsgebiete der Jesiden. Wir hören gerne zu. Kann ich gerne machen. Also meine Geschichte und Rojava, ich komme eigentlich eher aus der Ökologiebewegung und bin schon sehr lange auch außerparlamentarisch aktiv, also auf der linken Seite, auf der anarchomäßigen Seite, also nicht in irgendeiner Partei. Also ich bin ein durchaus politischer Mensch. Und als politischer Mensch war ich 2014 natürlich von den Fernsehbildern, nicht zuletzt, die wir gesehen haben, über die belagerte Stadt Kobane, wo Daesh, also wo der IS bis auf wenige Meter sozusagen an die Grenze der Türkei vorgerückt war und die kurdischen Freunde umzingelt hatte und massakriert hat. Das hat mich sehr bewegt und ich habe damals eigentlich beschlossen, da runterzufahren und mich einfach mal kundig zu machen, selbst kundig zu machen, wie die Situation da unten ist. Weil ich natürlich auch, und ich habe kurdische Freunde, mein bester Freund ist Kurde, hatte ich schon Kontakt zur kurdischen Geschichte oder zur kurdischen Kultur. Und dann war ich 2014 das erste Mal da mit einer kleinen Delegation, die eine medizinische Recherche gemacht hat. Sind wir eingereist, natürlich über Erbil, sind über die Grenze gegangen, damals noch über den Fluss mit dem Boot und kamen dann, also über Semalka und kamen dann nach Gamishlo und dann war ich in Serekanje. Und in Serekanje habe ich dann zum Beispiel dann, leider gibt es ja Serekanje jetzt nicht mehr unter Selbstverwaltung, sondern ist ja türkisch annektiert worden. Das wissen ja die Zuschauerinnen und Zuschauer. In Serekanje habe ich dann zum Beispiel einen Kollegen getroffen, der hat da seit 2 Jahren gearbeitet als Chirurg. Und hat dort Tag und Nacht Dienst geschoben, jedes Wochenende, hatte nie Urlaub, hatte nie frei,
selbst arabischer Herkunft, aber er hat sozusagen die kurdische Selbstverwaltung und die Selbstorganisierung unterstützt. Und dieser Mann hat mich sehr beeindruckt und ich habe damals schon gesagt, okay, also wir müssen was unternehmen, wir müssen diese Leute unterstützen, wir können nicht einfach da nur zugucken. Und es wurde auch gesagt von den Freunden da unten, es kommen sehr viele Delegationen 2014, waren sehr viele politische Delegationen da aus Europa, auch aus Deutschland. Und sie haben uns gesagt, naja, viele kommen nur einmal und halten ein Transparent hoch, sie schmücken sich ein bisschen mit der kurdischen Revolution und dann haben wir sie nie wieder gesehen. Beeindruckt und da habe ich gesagt, das können wir so nicht machen. Und dann war ich 2015, war ich wieder da und habe in diesem Krankenhaus gearbeitet und habe versucht, da ein bisschen unterstützend einzugreifen. Und meine Kontakte zum kurdischen Roten Halbmond, zu Hervasor Akurt, die sind in dieser Zeit sehr stark gewachsen. Und ich war in den Folgejahren immer wieder da. Und wie gesagt, ich bin inzwischen sehr, sehr eng verzahnt mit dem kurdischen Roten Halbmond und war auch bei diversen Einsätzen dabei. Ich war in Minbij direkt hinter oder an der Front gewesen, als der Dasch noch in der Mitte der Stadt war, als Minbij zurückerobert wurde. Ich war 2017 in Raqqa, als Dasch noch in der Stadt war und habe da mit dem Roten Halbmond, mit Hervasor Akurt gearbeitet, habe immer wieder auch mal Leute ausgebildet in Notfallmedizin, habe schreckliche Sachen erlebt, also Sachen, die man eigentlich auch so nicht erzählen kann und erzählen will. Ich war unterwegs durch den Sinjar, im Sinjar-Gebirge 2018, war auf dem Weg nach Afrin, habe dort die jesidischen Freunde gesehen, im Sinjar-Gebirge immer noch in Baracken und in Zelten wohnend, die sich damals vor dem Dasch in die Berge geflüchtet haben. Ich habe die Sinjar-Stadt gesehen, die völlig zerstört ist immer noch, die keine Aufbauhilfe bekommt, weder von irakischer Staatsseite noch von internationaler Hilfe. Ich habe an den Massengräber der jesidischen Menschen gestanden. Also sehr bittere Szenen. Ja, und der Weg hat mich damals geführt, 2018, dann nach Afrin. Ich war eigentlich unterwegs nach Afrin-Stadt. Als dann die türkische Invasion Afrin überrollt hat und dass die Menschen sich dann auf die Flucht begeben haben. Und wir hatten dann in aller Eile hat Hervasor Akurt einen Hilfskonvoi zusammengestellt. Aus allen größeren Städten, aus Kamischlur, aus Serekanje, aus Kobane. Und dieser Hilfskonvoi hat sich dann getroffen in Minbij. Wir haben dann sehr lange verhandeln müssen oder die Verhandlungen waren sehr lange, bis wir dann durch Assad Regimegebiet durchfahren konnten nach Afrin Sheba. Und dahin hatten sich halt Tausende von Menschen geflüchtet und es war nicht besonders schön zu sehen. Also Tausende haben auf freiem Feld kampiert. Frauen haben ihre Kinder ohne Zelt und unter freiem Himmel gekriegt. Also es waren barbarische Szenen. Ja. Und ich habe damals auch schon viel geschrieben und versucht, die Öffentlichkeit herzustellen. Ich glaube, ich war der einzige Europäer, der vor Ort war zu der Zeit. Und entsprechend konnte man damals dann auch ein paar Meldungen absetzen in die deutschen Medien oder auch europäische Medien. Und mit großer zeitlicher Verzögerung hat dann die Bundesregierung sich dazu bequemt, was ich natürlich weitgehend für Lippenbekenntnisse halte, dass man diese Invasion kritisch sieht oder sogar etwas verurteilt. Aber das natürlich alles vor dem Hintergrund, dass deutsche Waffenlieferungen ungebrochen erfolgen an die Türkei und das Erdogan-Regime weiter fest im Sattel sitzt und Millionen Unterstützung kriegt. All das habe ich erlebt in den letzten Jahren. Und das Allerschlimmste, wie gesagt, war Anfang letzten Jahres, als die Türkei dann einmarschiert ist zwischen Serekanje und Talabjad und hat diesen breiten Streifen von 120 Kilometer Breite und 30 Kilometer Tiefe nach Rojava reingetrieben. Und wir hatten dann damals eine in aller Eile, und ich war gerade zurückgekehrt aus Rojava, als die Invasion erfolgte, gab es dann einen Aufruf, Hilferuf. Wir haben dann eine kleine internationale Delegation zusammengestellt, sind dann nochmal angereist und ich habe dann etwas über eine Woche, weil mehr Zeit war nicht, haben wir gearbeitet in Tal Tamer, direkt an der Grenze, also an der Front. Und es hieß, es wäre Waffenstillstand. Und es war überhaupt kein Waffenstillstand. Also Waffenstillstand wurde der Öffentlichkeit verkauft, wurde in Europa in den Medien verkündet. Es hätte Verhandlungen gegeben zwischen Russland, der Türkei und man hätte sich geeinigt auf einen Waffenstillstand. Es gab nie einen Waffenstillstand. Wir hatten schon in der ersten Stunde, als wir in Tal Tamer ankamen,
Im kleinen Krankenhaus dort hatten wir in wenigen Stunden mehrere Sterbende und Schwerverletzte und so ging es die ganzen nächsten Tage weiter. Also das ist das, was ich so die letzten Jahre erlebt habe. Ich habe allerdings auch sehr viel Positives erlebt. Also neben diesen ganzen schrecklichen Sachen habe ich auch erlebt ein unglaubliches Engagement der Menschen da unten, eine unglaubliche Fähigkeit, auf andere Menschen auch zuzugehen. Und wir reden ja von Rojava nicht nur von einer Bewegung von kurdischen Menschen, sondern wir haben ja dort eine Bemühung, ein selbstverwaltetes System zu etablieren, was die anderen Bevölkerungsgruppen einbezieht. Ob das jetzt arabische Menschen sind, die natürlich dort in großer Zahl auch leben, oder aramäische, assyrische Leute oder auch Leute jesidischen Glaubens, die natürlich eng in der kurdischen Community angebunden sind. All das versucht man unter einen Hut zu bringen und trotz vieler Konflikte, die es auch gibt, nicht immer geht alles glatt, es gibt auch Probleme, es gibt auch mal Auseinandersetzungen, ist das Modell Rojava in meinen Augen, auch gerade was die Gleichberechtigung von Männern und Frauen anbelangt, die eindrucksvoll ist. Gerade wenn man sich ansieht, wie das in den Nachbarländern läuft, wie autoritär das läuft, wie patriarchal das läuft, was für eine Männergesellschaft das ist, das läuft wirklich anders in Rojava. Und das sind die positiven Dinge. Und insofern war es besonders bitter, dass diese Invasion Anfang letzten Jahres da einen riesen Keil reingetrieben hat. Natürlich mit dem Ziel, genau diese Bewegung zu unterminieren. Und das war schon sehr unangenehm. Die militärischen Auseinandersetzungen vorher, ob das jetzt Mimbic war oder ob das Raqqa war, die waren immer schlimm. Also ich habe vieles gesehen, was man, wie gesagt, nicht unbedingt erleben möchte. Viele Schwerverletzte, viele Sterbende. Ich kenne auch die Flüchtlingslager sehr gut, ob das Al-Hol ist mit sehr vielen Leuten vom Dasch, die dort noch leben, sehr viele Frauen mit ihren Kindern. All das ist sehr, sehr anstrengend. Aber nichts war so anstrengend und deprimierend wie der, ja, geduldete Einmarsch der Türkei im Anfang letzten Jahres mit dieser Invasion. Weil vorher waren militärische Auseinandersetzungen, da waren wir irgendwie immer in der Offensive. Da waren wir in der Offensive gegen Daesh. Da waren wir sozusagen am Vormarsch. Wenn ich sage wir, dann merkt ihr, wie verbunden ich mich da fühle. Da war man in der Offensive gegenüber diesem faschistoiden Religionsgehabe, diesem islamistischen faschistoiden System von Daesh, auf deren Kappe ja Tausende Ermordete gehen, Tausende von hingeschlachteten Menschen, vor allem jesidischen Menschen auch, Versklavungen jesidischer Frauen, um mal dazu was zu sagen, aber auch 11.000 tote Kämpfer und Kämpferinnen der Selbstverteidigungskräfte hat diese Auseinandersetzung zu beklagen gehabt. Das alles war schrecklich. Aber am schrecklichsten war diese durchgewunkene Invasion erst in Afrin und dann die Invasion durch die Türkei in Rojava, die sozusagen von Europa geduldet wurde, von USA geduldet wurde und zwischen der Türkei und auch Russland vereinbart wurde. Das war für mich persönlich das Bewegendste und Erschütterndste bis heute. Ja, ich kann das vollkommen nachvollziehen und verstehen. Man fühlt sich alleine gelassen, man fühlt sich verraten von der Weltgemeinschaft, von der Staatengemeinschaft. Du hast ja selber des Öfteren vor Ort, wie du ja selbst gesagt hast, vor Ort hast du ja die Möglichkeit gehabt, Interviews zu führen nach Deutschland. Du hast Berichte, du hast Artikel verfasst, du wurdest interviewt. Hast du jetzt heute noch das Gefühl, dass man da, also das ist ja irgendwie komplett aus den Medien heraus. Bis auf vor kurzem gab es jetzt einen Artikel mit IS-Terror, und zwar der Terror des IS kehrt zurück. Es gibt immer wieder jetzt die letzten Tage, gerade in der Corona-Pandemie, gibt es immer wieder Angriffe von Milizen des Islamischen Staates, die relativ unbeantwortet bleiben, beziehungsweise, klar, die werden verteidigt, aber hier in Deutschland oder beziehungsweise in Europa kommt das nicht groß in den Medien. Was glaubst du, hast du selber nochmal als einer, der vor Ort war, du hast ja auch die Möglichkeiten über die Politik vielleicht, über deinen Ärzteverband etc., das nochmal auf die Tagesordnung zu bringen. Was denkst du, wann oder wie möchtest du das selber nochmal auf die Tagesordnung bringen? Also momentan ist natürlich so, dass Corona alles überlagert. Das ist natürlich auch sehr bequem für die Regierungen, weil man da Probleme wie dieses, ob das jetzt Probleme von Geflohenen sind, ich habe vorhin schon was gesagt, oder zum Beispiel auch das Problem
der deutschen Außenpolitik oder der europäischen Außenpolitik, jetzt zum Beispiel gerade in Syrien. Ja, diese Probleme kann man natürlich dahinter verschwinden lassen, aber die Probleme existieren natürlich weiter. Wir haben ja nicht nur auch Corona in Rojava oder in Syrien, wobei da kann ich Positives berichten, nur mal kurz nebenbei. Ich habe gestern noch mit Shervan Berry telefoniert, also dem Co-Vorsitzenden von Hervasor Akurt. Und er hat erfreulicherweise mitgeteilt, dass es bis jetzt tatsächlich nur einen Menschen gegeben hat, der an Corona gestorben ist im Gebiet Rojava. Und mehrere Erkrankte sind inzwischen wieder genesen. Und Hervasor Akurt hat sehr viel unternommen, um sich gegen die Corona-Pandemie zu wappnen. Also es stehen mehrere hundert Betten bereit, um leichtere Fälle zu versorgen. Es gibt 50 Intensivbetten, was natürlich im Vergleich zu Deutschland ein brachial wenig ist. Aber für da unten ist es immerhin schon mal ein Ansatz. Aber die werden momentan Gott sei Dank noch nicht gebraucht. Da ist man ganz guter Einschätzung. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich die Gefahren weiter da. Wir haben weiter das Flüchtlingscamp von vielen Flüchtlingscamps, die es gibt. Nehmen wir nur mal Al-Hol, also Al-Hol in der Nähe von Haseke. Da sind fast 70.000 Menschen unter engsten Lebensbedingungen. Und das in der Situation, wo die türkischen Invasionstruppen immer wieder die Wasserversorgung zum Beispiel von der Region Haseke sabotieren oder auch die elektrische Versorgung mit elektrischer Energie sabotieren. Also das heißt, diese Katastrophen oder diese Bedrohlichkeiten, die laufen ja weiter. Es gibt ja auch weiter Auseinandersetzungen, immer wieder militärische. Ja, und da muss man natürlich ganz klar sagen, dass die Bundesregierung und Europa weiter in der Verantwortung stehen. Und sie lassen sich natürlich immer wieder erpressen in Sachen Geflohene mit diesem Argument von Seiten des Erdogan und des Erdogan-Regimes. Wir lassen dann hunderttausende Flüchtlinge auf Europa los, wenn ihr uns nicht weiter finanziert oder wenn ihr nicht unsere Militärmaßnahmen entsprechend dann gutheißt. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Das ist politisch, humanitär, philosophisch ist das ein Desaster. Und was abgelegt wird, sind oft nur Lippenbekenntnisse von Seiten der Regierung. Also was Außenminister Maas zum Beispiel von sich gegeben hat, nachdem der Daesh weitgehend militärisch zerschlagen war, hat er sich mit auf die Brust geklopft und hat gesagt, die Koalition hätte das geschafft. Jein, aber vor allem geschafft haben das natürlich die vor allem kurdischen und Kämpferinnen und Kämpfer mit einem Blutzoll von 11.000 Toten und 20.000 Schwerstverletzten und Gelähmten. Diese Leute gilt es jetzt weiter zu unterstützen und nicht im Stich zu lassen. All diese Probleme muss man weiter problematisieren. Und ich glaube, dass zum Teil die deutsche Öffentlichkeit durch sehr viele Medienarbeit jetzt von unserer Seite, also es gibt ja viele Informationen von Medico International, von diversen Städtepartnerschaften, ob das jetzt Kreuzberg, Derrick ist oder Frankfurt, Kobane, also all diese Menschen sind ja hochaktiv. Ich bemühe mich nach Kräften, was zu schreiben und Interviews zu geben. All das kommt ja zusammen. Das ist ja nicht nur einer oder eine. Es sind ja alle zusammen, die diese Solidaritätsarbeit leisten. Ich glaube, dass die deutsche Öffentlichkeit gar nicht so schlecht informiert ist. Und ich glaube, dass vor allem die kurdische Bewegung oder die Selbstorganisierungsbewegung von Rojava bei dem etwas bewussteren Teil der deutschen Bevölkerung eigentlich ganz gut dasteht und viele Sympathien genießt. Und ich glaube, dass vor dieser eigentlich ganz guten Informationslage die Bundesregierung auch ein bisschen unter Druck geraten kann, weil es ist nicht der Mangel an Informationen. Auch die bundesdeutschen Medien informieren, wie gesagt, jetzt ist gerade Corona, aber es gibt immer wieder mal Phasen, da berichtet zum Beispiel auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen ganz gut über die Bedingungen. Es kommt immer mal wieder was im Weltspiegel, was durchaus sehenswert ist und wo man erspüren kann, wenn es nicht sogar genannt wird, dass im Grunde genommen die Situation da unten eigentlich jetzt der Unterstützung bedarf und nicht einfach eines Aussitzens oder weiter Fördergelder in Richtung Türkei fließen zu lassen. Ich glaube, man macht sich's natürlich bequem. Man hat sich inzwischen damit abgefunden, dass das Assad-Regime Syrien weitgehend wieder beherrschen wird. Und man hat es durchgewunken und das finde ich sehr tragisch, dass das autoritäre Assad-Regime jetzt auch wieder mehr Zugriff hat auf Rojava, nachdem es leider und notgedrungenermaßen
nach dem Rückzug der Amerikaner, und ich bin jetzt kein Freund amerikanischer Außenpolitik grundsätzlich, aber das sind jetzt einfach Fakten, nach dem Rückzug der Amerikaner oder weitgehenden Rückzug aus den Grenzgebieten und nach der Öffnung gegenüber der Türkei hat diese der zunehmende Einfluss des Assad-Regimes ist natürlich auch etwas, was das Modell Rojava genauso gefährdet wie die Bedrohung durch die Türkei von der anderen Seite. Und diese Bedingungen sind sehr bitter. Und ich denke, ja, es kommt mehr und mehr raus. Immer wieder höre ich das, was man natürlich kennt, wenn man mit kurdischen Menschen öfter redet: Wir haben keine Freunde, wir haben nur die Berge. Und das ist schon bitter. Das hört sich alles sehr interessant und informativ an, vor allem auch in vielen Hinsichten, was du gesagt hast, dass es eine positive Wahrnehmung gibt über die Selbstorganisierung von Rojava bzw. Nord- und Ostsyrien und vor allem auch, dass halt viel Öffentlichkeit gemacht wird von solidarischen Organisationen, von solidarischen Vertretern, von Menschen, die vor Ort waren, so wie du zum Beispiel als Arzt. Also das, was mich jetzt nochmal irgendwie, oder was gerade nochmal aufgefallen ist, du sagtest gerade, du hast gestern noch mit einem Vertreter gesprochen vom Evasur Akurd und da war die Information, bis jetzt ein Toter durch Corona und all diejenigen, die betroffen waren, sind bis jetzt genesen. Das ist ja auch nochmal, sag ich mal, ein Artikel wert, dass man das vielleicht nochmal in den Vordergrund bringt, wie diese Selbstverwaltung, die von allen im Stich gelassen wird, es schafft, diese Krankheit oder beziehungsweise gegen diese Pandemie vorzugehen, obwohl sie kaum Möglichkeiten haben im Verhältnis zu anderen Staaten? Ich habe die Frage nicht genau verstanden. Du wolltest wissen, wie die besonderen Bedingungen sind, in Rojava mit Corona umzugehen? Nee, ich sagte gerade, dass es interessant ist, dass bis jetzt nur ein Toter zu verzeichnen ist und alle anderen genesen wurden. Ja, also das ist das, was ich gestern von Sherwan erfahren habe, mit dem ich wirklich gut befreundet bin, wie gesagt, Co-Vorsitzende von Hervasor. Und das sind die neuesten Angaben. Und wenn es jemand weiß, dann ist es Sherwan oder Jamila, das ist die andere Co-Vorsitzende, mit der ich auch engen Kontakt habe. Also es gab einen Toten, da ist leider zu beklagen, dass der erst sehr spät gemeldet wurde. Also bekannt war das auf Assad-Seite. Und es wurde erst sehr spät diese Information weitergegeben, sodass in dieser Verzögerungszeit haben sich weitere Familienangehörige anstecken können. Also da ist von 6 Fällen ist bekannt. Aber die sind inzwischen wieder alle genesen. Also ist sonst niemand gestorben, sodass wir momentan tatsächlich in Rojava, was Corona anbelangt, eine relativ gute Situation haben. Da kommt vielleicht, das hört sich so ein bisschen paradox an, zugute, dass die Grenzen relativ früh geschlossen wurden, also für die allermeisten Reisenden und normalen Menschen, nur also spezielle Hilfstransporte oder Hilfsgüter oder entsprechende Helfer und Helferinnen werden durchgelassen. Ansonsten gibt es dann durchaus auch eine relativ große Information und Schulung, erstmal Hervasor intern, aber auch gegenüber der Bevölkerung. Es wird sehr schnell interveniert, wenn Verdachtsfälle da sind. Auf der anderen Seite ist die Situation weiter schwierig. Es gibt viel zu wenig Testkits, um die Erkrankung zu testen. Aber man bemüht sich, wie gesagt, nach Kräften. Und momentan ist die Situation relativ ruhig. Das ist natürlich positiv zu werten. In dem Fall, das Land ist ja weitgehend isoliert. Wer fährt denn nach Rojava? Niemand fährt da in den Urlaub hin. Ja? Also das heißt, es ist ja extrem schwierig, da hinzukommen. Entsprechend wenige Leute fahren da hin. Und wenn man sieht, wie sich Corona ausgebreitet hat, also von China in dem Fall, andere Viren kommen aus anderen Ländern durchaus, aus Afrika oder auch mal aus Europa oder USA, dieses Mal aus China, dann über die internationalen Flughäfen, dann zum Beispiel in diverse Touristikzentren, ob das jetzt Ischgl war oder Italien. Also das war in dem Fall eine Verbreitung über sozusagen Reisetourismus, Geschäftstourismus, all das gibt es da unten nicht in Nordostsyrien. Insofern ist Rojava bis jetzt davon verschont geblieben. Hoffen wir, dass es so bleibt. Ja, das hoffen wir sehr, dass das so bleibt. Ja, ich habe jetzt gleich noch einen anderen Gast. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Michael, dass du trotz
der Corona-Pandemie und trotz deiner Tätigkeiten als Arzt und Notfallmediziner, dir die Zeit genommen hast für diese wichtigen Informationen und vor allem auch dir weiterhin viel Kraft und viel Erfolg bei deiner internationalen Tätigkeit, bei deiner Solidarität in Schengal, in Rojava, aber auch hier in Deutschland natürlich als Umweltaktivist, als Autor. Möchtest du gerne noch kurz was sagen? Auch eigentlich glaube ich, habe genug geredet. Ja, jetzt kommt der nächste Gesprächsteilnehmer. Super interessant und auch mit einem guten Projekt. Ich bedanke mich für das Interview auf eurer Seite und wir bleiben im Kontakt. Schön. Dir einen schönen Abend noch. Viele Grüße nach Wiesbaden. Weiterhin viel Kraft und viel Erfolg. Ciao. Ja, liebe Zuschauer und Zuschauer, das war gerade Dr. Michael Wilk. Total interessante Tätigkeiten und Arbeiten, die er dort bevollständigt. Wir haben jetzt einen weiteren Gast bei uns, der uns zugeschaltet ist. Er selber war hier vor Ort schon mal bezüglich einer Kampagne. Nun gibt es eine neue Kampagne von Yevassur, der kurdische rote Halbmond, und zwar die Patenfamilienkampagne. Und dazu hören wir jetzt den Vertreter Faruk Akalan. Genau, die Regie sagt mir gerade, es wird vorbereitet. Ja, liebe Zuschauer und Zuschauer, ihr habt es gehört, weiterhin sollten die Maßnahmen, die durchgeführt wurden, natürlich mit einer bisschen Lockerung eingehalten werden. Man sollte sich weiterhin darauf einstellen, sich die Hände zu waschen, die Masken zu verwenden und vor allem sollte man darauf achten, dass man niemanden weiterhin ansteckt. Und auch der Arzt Dr. Michael Wilk hat das nochmal bekräftigt. Nun höre ich gerade, Faruk Akalan ist in der Leitung. Hallo Faruk. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Ich heiße dich auch herzlich willkommen. Wir haben gerade den Dr. Michael Wilk gehört. Er hat viel erzählt über seine Arbeiten und Tätigkeiten. Er hat sich auch zum Thema Corona geäußert und dann auch über Rojava und Schengal. Nun kommen wir auch in diesem Zusammenhang zum Thema Corona. Ihr als Yevassur habt eine Kampagne gestartet, eine Patenfamilienkampagne. Erzähl uns doch mal kurz darüber, was das beinhaltet, was die Absicht des Ganzen ist. Es ist ja unter der kurdischen Bevölkerung relativ gut bekannt. Erzähl uns gerne was dazu. Ja, vielen Dank erstmal, dass wir hier teilnehmen dürfen. Auch liebe Grüße an Herrn Doktor. Ich habe auch zugehört und zugeschaut. Erstmal eine Patenschaftskampagne haben wir, hat HDP am 5. April in der Türkei begonnen und wir haben das im 8. April haben wir das begonnen. Es ist halt durch diesen Corona-Pandemie, den wir als Katastrophe bezeichnen, weil unsere Mitmenschen, die Kurden und Kurdinnen in der Türkei und auch in anderen Orten, sind leider durch jahrelange Kriege und jahrelange Repressionen so verarmt, dass die ihre Lebensgrundlagen nicht mehr schaffen können oder gar nicht mehr damit klarkommen können. Daher war für uns wichtig, dass wir hier so eine Patenschaftskampagne starten, damit die Menschen und dass wir wenigstens eine Stimme, dass wir wenigstens den Menschen etwas Essen auf den Tischen bringen können. Deswegen wurde auch diese Kampagne gestartet. Es läuft momentan sehr gut, aber es ist leider zu wenig, weil die Menschen haben erst jetzt Anträge gestellt und da sind viele Menschen durch das Embargo über den Medien in der Türkei verhängt worden ist und durch Ausnahmezustand, das verhängt worden ist, haben die Menschen erst spät davon erfahren. Daher wird das in nächster Zeit müssen wir leider ziemlich ein bisschen mehr tun, als wir schon bis jetzt tun. Faruk, ganz kurze Frage. Wie kann man konkret ein Teil dieser Kampagne sein? Also ich sage mal so, da gibt es jetzt einen Interessenten, der sagt, okay, ich möchte gerne in dieser schwierigen Zeit eine Familie unterstützen. Wie kann man Kontakt zu euch aufnehmen und sagen so, okay, also läuft das übers Internet, läuft das über Telefon? Wie kann man euch erreichen? Wie kann man ein Teil dieser Kampagne sein? Ja,
Vielen Dank. Wir haben es wirklich ziemlich einfach gemacht und sehr vereinfacht auch diese Kampagne gemacht. Das ist so, dass jeder Bürger und Bürgerin uns über alle sozialen Netzwerke erreichen kann. Dazu können die, es ist wirklich, wir haben das wirklich sehr einfach hingestellt, dass 3 Monate diese Kampagne während der Pandemie laufen sollte und monatlich 100 Euro haben wir das gemacht. Also, dass man monatlich 100 Euro eine Patenschaft übernehmen kann, in den gewissen, also diesen 3 Monaten haben wir gemacht, dass jeder Familie übernehmen sollte. Aber dazu sollte es auch so sein, wie die Menschen, die wirklich keine Möglichkeit haben, eine Patenschaft zu übernehmen, können auch zu viert, zu fünft eine Familie übernehmen, können auch 10 Euro, 20 Euro an uns überweisen. Hier geht es darum, dass wir Geschwister, eine Geschwisterkooperation hier zu schaffen, dass wir dazu bringen, dass die Menschen sich gegenseitig aber in einen direkten Kontakt dann geraten, weil wir sind da, wir machen so, wir sind sozusagen Postbote zwischen den Pate und der Bedürftigen. Wir versuchen den Namen zu geben und die rufen den Menschen selber an und informieren sich darüber, wie es den Menschen geht und dann die Zahlungen werden erst dann gemacht und das ist halt so, dass wir momentan bis zu 7.500 Patenschaften hier in Europa Familien zusammenbringen konnten. Über alle sozialen Netzwerke. Es ist ganz einfach, wenn man einfach alle sozialen Netzwerke sind wir sowieso vertreten. Wenn Sie Heywa Sora Kurd oder Heywa Sora Kurdistan angeben oder kurdische Rote Halbmond in Google eingeben, finden Sie uns. Dazu sind wir ja in Kooperation getreten mit allen Organisationen, alle Hilfsorganisationen, Glaubensrichtungen und so weiter, politische Parteien und so weiter. Wir haben alle zusammen diese Kampagne, eine Partnerschaft, eine Kooperation sind wir eingegangen. Daher kann man uns überall erreichen. Auch über euch können die uns erreichen. Es ist ziemlich einfach, uns zu erreichen. Das ist das Einfachste. Das ist schön. Das heißt, jetzt hier nochmal der Aufruf, nimmt teil an dieser Kampagne. Ihr erreicht uns übers Internet, ihr erreicht uns über Facebook, über Twitter, über Instagram, über die verschiedensten anderen Medien und unterstützt diese Kampagne mit euren Möglichkeiten. Das habe ich jetzt herausgehört. Genau, richtig. Ich höre dich leider nicht so gut, daher kommt deine Stimme etwas verzögert. Ja, genau so ist es. Man kann uns überall erreichen. Ich sage, es ist über Twitter, Instagram, Facebook. Ganz einfach, wenn Sie einfach nur im Google Heywa Sor angeben, kommen alle Informationen, unsere Homepage kommen sofort und Sie können uns sofort erreichen. Es geht hier darum, dass wir wirklich Menschen, die in Not sind, in diesen Situationen, in diesen jetzigen Zeit, wo türkische Staat mit allen ihren Kräften den Menschen noch in den armeren Zustand, den sie schon sind seit Jahrzehnten, noch zu bringen, dass die Menschen wirklich auf die Knie zu bringen, so dass die abhängig von denen werden. Daher ist es wichtig, dass wir dieses Patenschaft, diese Geschwister zwischen zwei Geschwistern wieder zusammenschaffen, dass man dieses Gefühl Menschlichkeit herschaffen. Andererseits ist es so, dass fast 70-80% der Kurden und Kurdinnen genau aus diesen Gründen, genau aus diesen Angriffen der türkischen Regierung nach Europa geflohen sind, hier durch dessen ihr Leben und die Situation da unten viel besser nachvollziehen können als andere Menschen. Und daher ist es wichtig, dass wir in allen Bereichen uns stark machen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, um den Menschen etwas Unterstützung geben können. Weil die Menschen dort arbeiten tagtäglich und holen das, was die gerade an diesem Tag gearbeitet haben, als Essen, als Miete, als Strom nach Hause. Und das ist gerade ausgefallen durch diesen Ausgangssperren, können die Menschen nicht rausgehen. Aber wenn die nicht rausgehen, können sie sich auch nicht ihre Kinder oder Familie verpflegen. Es gibt viele Familien, die uns anrufen, die haben kein Gas mehr, um kochen zu können, um ihre Kinder eine Suppe auf den Tisch zu stellen. Daher ist die Situation sehr, sehr kritisch. Daher geht unsere Bitte an allen, auch allen Religionsgemeinschaften, bitte unterstützt uns in diesen schwierigen Zeiten, damit wir den Menschen ein warmes Essen auf den Tisch legen. Die Situation ist wirklich so schlecht, dass die Menschen wirklich nicht zu essen haben. Und da sind noch Zehntausende, die darauf warten. Wie gesagt, wir haben bis jetzt nur 7.500 geschafft in ganz Kurdistan. Dazu haben wir ja noch die Camps in Şehba, in Gresepe, Serikani, Vashukani, in Şengal, in Mahmur. In Mahmur ist ja auch seit fast einem Jahr
durch die Regierung dort, durch die kurdische autonome Regierung dort, ein Embargo hingestellt worden. Menschen können nicht rausgehen, Menschen können sich nicht verpflegen. Daher ist die Situation wirklich in allen Bereichen sehr, sehr schlimm. Daher zählt jeder Euro. Es geht nicht darum, unbedingt eine Familie, Patenschaft zu übernehmen. Es geht darum, dass wir die Solidarität stärken, uns gegenseitig da unterstützen. Sie können gerne auf unsere Konten oder auf PayPal, auf allen Bereichen sind wir ja, haben wir die Sache wirklich so einfach gemacht, dass man ein paar Euro spenden kann. Und wenn man das dann zusammenkommt, können wir wirklich vielen Familien wenigstens während dieser Corona-Pandemie, den wir immer noch als Katastrophe bezeichnen für unsere Bürger und Bürgerinnen und für Kurden in allen vier Teilen, wenigstens ein Essen auf den Tisch stellen. Daher ist auch das, was Sie machen, sehr, sehr wertvoll. Ich möchte mich auch bei Ihnen dafür sehr, sehr bedanken. Dankeschön, Faruk. Wir sind leider auch jetzt hier am Ende unserer Sendung. Der Aufruf kam bestimmt an. Wir haben viele Zuschauer und Zuschauer. Auch die Sendung wird im Nachhinein auf YouTube hochgeladen. Euch weiterhin viel Kraft und viel Erfolg. Und wir werden natürlich auch weiterhin das Thema befolgen und vielleicht auch in nächster Möglichkeit wieder hier die Möglichkeit haben, vor Ort hier im Studio zusammenzukommen, um darüber zu sprechen. Weiterhin viel Kraft und viel Erfolg. Euch noch einen schönen Abend. Ivar Baš. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute wieder dabei wart hier bei Jeddah Focus auf Jeddah TV. Wir hatten einmal den Dr. Michael Wilk und auch Faruk Akalan. Sehr interessante, informative Themen. Die Patenschaft sehr, sehr wichtig. In diesem Zusammenhang bleibt weiterhin gesund, bleibt weiterhin solidarisch. Euch weiterhin viel Kraft und viel Erfolg. Bleibt in Liebe und Menschlichkeit. Ivar Baš.